Warum die Banane? Naja, zum einen erinnert mich der Zerfall an ein ganz bestimmtes Auto, das ich besitze. Und zum anderen gehört diese Banane auf den Kompost. Und wie jeder weiß, der sich ein wenig mit dem T4-Bus auseinandergesetzt hat, befindet der sich hinter dem Kotflügel. Wir arbeiten uns nach wie vor von vorne nach hinten durch und nach den Längsträgern können wir uns ganze 20 cm nach oben bewegen und finden die nächste Baustelle. Die Kotflügel und einige andere Dinge gehen wir heute in dieser Episode an. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich die Kotflügel nicht im Zubehörmarkt kaufe. Und meine Antwort wäre zum einen, da die Kotflügel relativ kostengünstig zu kaufen sind, kann ich viel freier an diesem Kotflügel arbeiten und vor allem üben. Und zum anderen finde ich, man muss nicht immer alles neu kaufen, wenn noch etwas Leben drin steckt. Bevor wir allerdings mit den Kotflügeln starten, springen wir zurück in der Zeit, wo der Bus noch auf der Hebebühne war. Und zum Glück habe ich gerade eine Zeitmaschine gekauft, damit geht das natürlich ziemlich einfach. So, neben anderem geht es in dieser Episode auch um diese Strebe. Die habe ich schon vom Bus gelöst und sie wird nur noch vom Abgasrohr der Standheizung festgehalten. Wenn wir uns jedoch die Strebe etwas genauer angucken, merken wir, dass sie so einige Probleme hat. Also neben dem Fakt, dass sie so aussieht wie ein altes Schiffswrack. Zum einen ist mir beim Demontieren der Frontschütze der Schraubenkopf abgebrochen und der Rest ist noch fest mit der Strebe verbunden. Auch der Schalldämpfer der Standheizung ist noch fest mit der Strebe verbunden und lässt sich einfach nicht lösen. Anfangs haben wir noch versucht, die Auspuffanlage der Standheizung und die verrostete Schraube am Fahrzeug zu trennen, aber leider ohne Erfolg. Die verrostete Schraube wollten wir im Grunde genommen rauspressen, aber auch das hat nicht zum Erfolg geführt. Das hält da echt gut drin. Und da ja praktisch nur noch das Abgasschlauch die Strebe mit dem Bus verband, ging es recht schnell, die Strebe zu befreien. Anschließend konnte ich den Kopf der Schraube abtrennen. Leider habe ich das nicht ganz so sauber geschafft, wie ich es mir vorgestellt hatte. Okay, nachdem das jetzt erstmal erledigt ist, fangen wir mal mit dem Kotflügel an. Hier auf der Fahrerseite ist schon ein kleines Loch zu sehen und auch der Lack wirft überall Bläschen. Lasst uns mal einen Blick riskieren. Um den Affen zu befreien, muss der Kotflügel ab. Mein Bus ist von Baujahr 97, was mich sehr glücklich macht, denn seit 96 wurden die Kotflügel verschraubt und nicht mehr verschweißt. Es gibt im Grunde nur einige wenige Schrauben, die den Kotflügel an seinem Platz halten. Neben der 3 Schrauben, die sich hinter der Motorhaube befinden, finden sich noch 2 Schrauben, welche sich bei geöffneter Tür zwischen den Türscharnieren erreichen lassen und 3 Schrauben, die sich unter der seitlichen Führungsschiene befinden, hinter dem vorderen Stoßfänger. Also muss zuallererst dieser abgebaut werden. Übrigens, Stefano, du solltest dir angewöhnen, immer mit Handschuhen zu arbeiten. Oh ja, stimmt. Danke. Der Kühlergrill ist mit 4 Schrauben befestigt. Der Kühlergrill ist mit 3 Schrauben befestigt. Eine Schraube oben und 2 Schrauben. Der Kühlergrill ist mit 2 Schrauben befestigt. Eine Schraube oben links und eine Schraube unten links. Nachdem die 2 Befestigungsschrauben des Kühlergrills gelöst sind, kann man diesen einfach nach vorne wegziehen, da er nur noch an den Kotflügeln eingehakt ist. Hinterher habe ich gemerkt, dass ich diesen für eine Demontage gar nicht erst hätte abbauen müssen. Wie dem auch sei, die 3 Schrauben oben, die 2 an der Seite und die 3 Schrauben unten waren schnell gelöst, sodass ich dann den Kotflügel abziehen konnte. Ein Grund dafür, dass ich den Blinker hier nicht abgenommen habe, den kann ich leider nicht geben. Naja, und so langsam glaube ich, dass das nicht mehr so aussieht, wie VW es vor 23 Jahren gebaut hat. Nachdem ich das Haus einer ganzen Eichhörnchenfamilie zerstört hatte, habe ich die Seitenwand zum Motor mit einer großen Mülltüte versteckt. Ich dachte, das wäre ganz passend. Zurück zu der Strebe. Übrigens, die festsitzende Schraube haben wir mit noch mehr Gewalt hinter der Kamera lösen können. Auch hier könnte man denken, Warum kaufst du die nicht einfach neu? Ich glaube, 2 Stück kosten 25 Euro. Aber auch hier glaube ich, dass da noch etwas zu retten ist. Und außerdem ist das ein super Testobjekt für ein Experiment. Zuerst habe ich allerdings mit meiner Bohrmaschine und dem schon erprobten Stahldraht-Bürstenaufsatz die gröbste Schicht Rost abgeschliffen. Dann habe ich mit Hilfe von Referenzbildern und Muskelkraft die Strebe in ihre alte Form gebracht. Anschließend habe ich eine ganze Flasche Cola ausgetrunken und den Kopf abgeschnitten. Dann habe ich die Strebe dort hineingesteckt und das Ganze mit einem Essig-Wasser-Gemisch aufgefüllt. Verdammt, ich hätte 1,5 Liter trinken sollen. Das Korrosionsprodukt aus Eisen oder Stahl mit Wasser und Sauerstoff nennt sich Rost. Wenn man dieses wiederum Säure aussetzt, verbindet sich das Metalloxid mit der Säure, sodass es zu einem Salz wird, welches sich dann in Wasser löst. Logischerweise bestimmt die Stärke und Menge der Säure, wie lange dieser Prozess dauern kann. Ich habe die Strebe eine Nacht im Säurebad gelassen. Anschließend habe ich sie abgespült und wieder ein wenig mit dem Stahldraht nachgeholfen. Man erkennt deutlich, wie viel besser sich nun die Rostschicht lösen lässt. Auch die festsitzende Mutter der Befestigung des Standheizungsschalldämpfers ließ sich auf einmal lösen. Ich finde, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Die hintere Seite der Strebe sieht viel besser aus als vor und auch die vordere Seite sieht um Längen besser aus. Ich fand es ziemlich cool, dass auf dem Stück Metall von 1997, welches ja ziemlich verrostet war, doch noch das VW-Logo überlebt hat. Nachdem ich die Strebe gesäubert habe, sodass kein Essig mehr drauf war, habe ich sie mit Rostumwandler behandelt. Nach einigen Stunden habe ich die Strebe erneut gesäubert und anschließend mit 2 Lagen rundiert und final lackiert. Die andere Strebe fehlt bei mir übrigens komplett, aber dazu später mehr. Ach ja, hier waren wir. Oh Mann, das sieht wirklich nicht aus wie eine Straßenrandreparatur. Na gut, hier passiert eigentlich alles analog zur Fahrerseite, nur dass wir hier auch nochmal gucken müssen, wer auf der Beifahrerseite wohnt. Oh, ein Koala. Also, hier sieht die Rettungsaktion gleich aus. Schrauben oben, Schrauben unten, Schrauben an der Seite. Und dann kann man den Kotflügel schon abnehmen. Und hier sehen wir, warum dieser Bereich im T4-Lingo auch Komposter oder Biotop genannt wird. Wir sehen hier verschiedene Laubschichten aus den Lebensjahren dieses Busses. Und dieses Blatt hier, das ist von 1997. Und interessanterweise sieht bei mir die rechte Seite besser aus als die linke Seite. In den Foren wird es meist andersherum beschrieben. Das, was ich hier gerade abgebrochen habe, ist übrigens, so vermute ich, die Klebebefestigung des Kotflügels, was erklärt, warum ich ihn so einfach entfernen konnte. Darf ich vorstellen, Kotflügel Fahrerseite, auch genannt. Dieses schöne Stück kommt mit einer wunderschönen Patina. Hier hat sich der Rost schon komplett durchgefressen. Ach, und eine Beule gibt es kostenlos dazu. Alles in allem ein super Lernprojekt, würde ich sagen. Gegen den Lack kommt der Stahldraht super gegen an, sodass ich zumindest die vordere Seite gut entrosten konnte. Auf der Rückseite hingegen sah es nicht so gut aus. Gegen den hartnäckigen Rost kann meine Bohrmaschine nichts ausrichten. Und dazu ist dann auch noch das passiert. 2 Mal. Ich wollte mich aber noch nicht geschlagen geben. Deshalb habe ich erstmal die Delle in Angriff genommen. So oder so muss ich hier am Ende mit Spachtelmasse arbeiten. Aber mein Gedanke war, hier, je weniger Spachtelmasse, desto besser. Diese Aufgabe habe ich dann durch Hämmern und Fühlen ganz gut bewältigt. Nur den Lack hätte ich da nicht schon entfernen sollen, da man mit den Reflexionen im Lack viel besser herausbekommt, wo man schon einen gelungenen Übergang zum heilen Metall gefunden hat. Okay, das sollte erstmal ausreichen. Außerdem war meine Motivation etwas im Keller, da mir schon wieder das richtige Werkzeug fehlte. Also am nächsten Tag habe ich gehandelt und hier ist mein neuer gebrauchter Winkelschleifer. Jetzt kann ich dem Rost endlich zeigen, wer der Boss ist. Wer schon mal einen Winkelschleifer gehört hat, der weiß, dass dieser einfach zu laut ist für ein Mehrfamilienhaus. Zum Glück kenne ich da jemanden, der mir eventuell weiterhelfen könnte. Das bedeutet allerdings, dass ich die Kotflügel wieder montieren muss. Das war allerdings mit der Zeitmaschine auch schnell erledigt und so war ich ruckzuck wieder hier. Bevor wir mit den Kotflügeln weitermachen, kümmern wir uns erstmal um die Motorraumseitenwand. Und mit der gewonnenen Erfahrung vom letzten Mal ging es schon viel routinierter von der Hand. Zuerst die Vorbereitung. Wenn man nicht möchte, dass etwas schmilzt, was einem lieb ist, dann sollte man es nicht ins Hitzefeld des Schweißvorgangs bringen. Denn dort entstehen Temperaturen über 4000 Grad. Für uns bedeutet das Batterie, Kabel und Motorsteuergerät schützen. Anschließend haben wir geklopft, welches unser gutes Metall ist. Denn auf irgendetwas muss man ja schweißen. Das nächste, was man tun sollte, bevor man schweißen kann, ist das ganze verrostete Metall zu entfernen. Und das kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Zum Glück sah der Radlauf und das vordere Metall recht solide aus. Das Stück dazwischen, das muss raus. Wir wollten gerade so schneiden, dass eine Halterung des Motorsteuergeräts noch erhalten bleibt. Mit dem verrosteten Metall aus dem Weg mussten wir nur noch säubern, das heißt, bis aufs blanke Metall runterschrubben. Nachdem das erledigt war, habe ich alles einmal gründlich gereinigt und anschließend habe ich es mit einer mir empfohlenen schweißbaren Rostschutzgrundierung eingesprüht. Und während diese trocknete, konnte ich schon einmal anfangen, das Blech zu formen. Mir fiel es am leichtesten, zuerst ein Muster aus Pappe anzufertigen und dieses dann aufs Blech zu übertragen. Das Reparaturblech habe ich übrigens im Voraus grundiert und lackiert, sodass es vor Rost geschützt ist. Das einzige, was mich in diesem Moment etwas ärgerte, war, dass mein Reparaturblech nicht mehr breit genug war für das Stück Metall, das ich benötigte. Also kam ich nicht drum herum, dies in zwei Stücken zu formen. Anschließend konnte ich das Metall in Form bringen, sodass das Loch zum Motorraum endgültig geschlossen werden konnte. Nachdem das Reparaturblech verschweißt war, haben wir als letzten Arbeitsschritt auf dieser Seite die Schweißpunkte gesäubert und eine Schweißpunktversiegelung vorgenommen. Auch die Kotflügelbefestigung konnte Tim sehr gut rekonstruieren. Auf der anderen Seite sah die Aufgabenstellung ähnlich aus. Zuerst mussten wir den oberflächigen Rost entfernen und anschließend das verrostete Metall rausschneiden. Nur hier sah der Radlauf doch etwas schlechter aus als auf der Fahrerseite. Aber auch das bedeutet nur eine Aufgabe mehr, an der man wachsen kann. Auch hier haben wir anschließend auf der Beifahrerseite das verrostete Metall herausgeschnitten. Ich möchte euch übrigens nicht den Geigenhumor vorenthalten. War nur noch der Kleber, es war gar kein Metall mehr. Ah. Es gibt hier nämlich gar kein Metall mehr. Ja, dann ist ja gut. Dann kann auch nichts rosten, ne? Ja. Nachdem Tim dann das Reparaturblech geformt hatte, konnten wir auch dieses verschweißen. Und dann war da ja noch das Blech im Radlauf. Hier konnte ich sehr gut einen Trick anwenden, den ich in einem anderen Video gelernt hatte. Mit dem Radlauf repariert, konnte ich noch am selben Abend grundieren. Übrigens haben wir das hier vorgefunden, als wir in diesem Bereich gearbeitet haben, und wir vermuten, dass das durch die letzten Schweißarbeiten passiert sein muss. Aber es war Gott sei Dank nichts beschädigt und so konnte ich die Kabel einfach wieder neu isolieren. Auch diesen Deckel haben wir gefunden und mit Hilfe der Seriennummer darauf konnte ich herausfinden, dass es sich um die Getriebeverschlusskappe handelt. Für diesen Deckel habe ich aber trotz Referenzbilder nicht den richtigen Topf gefunden. Nach der Grundierung habe ich lackiert. Und warum ich hier die Blätter so merkwürdig falte, liegt daran, dass ich in einem anderen Video gelernt habe, dass das zu einem weicheren Übergang führt, was, wie ich finde, sich auch bestätigen lässt. Auch die Innenseite habe ich versucht, so gut wie möglich mit Lack zu bedecken. Auf der anderen Seite gab es dieselbe Behandlung. Einmal grundieren und lackieren bitte. Und dann sieht auch Frankensteins Monster wieder besser aus. Aber ich überhole mich selbst. Noch ein paar Stunden vor habe ich die Chance genutzt, einen Winkelschleifer nutzen zu können, und so habe ich beide Kotflügel komplett entrostet. Auf beiden Seiten ist die Befestigung schon ziemlich lediert. Und hier fühlte ich mich sicher, zum ersten Mal selbst etwas am Bus zu schweißen. Und es ist vielleicht nicht schön, aber ich bin ziemlich stolz drauf. Zurück in der Batcave habe ich mit dem Kotflügel der Fahrerseite begonnen. Nach einer gründlichen Säuberung habe ich ihn komplett abgeschliffen, und zwar nass mit 350er, um ihn für eine Lackierung vorzubereiten. Danach habe ich all die Stellen, die aufs blanke Metall heruntergeschliffen waren, grundiert. Leider habe ich erst danach gelesen, dass man Spachtelmasse immer aufs blanke Metall auftragen sollte, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Deshalb habe ich die Grundierung, wo nötig, wieder entfernt. Mal schauen. Ja, das ist ein Kotflügel. Ich fing direkt mit dem offensichtlichsten Problem an, denn da ist ein ziemlich großes Loch in meinem Kotflügel, das da nicht hingehört. Dieses wollte ich mit einer Glasfasermatte reparieren. Und da ich das noch nie gemacht habe, dachte ich, es gibt kein besseres Lernobjekt als diesen Kotflügel. Natürlich habe ich mich im Voraus versucht zu belesen und dachte eigentlich ganz gut vorbereitet zu sein. Zum einen habe ich den Tipp gehört, das Loch nicht perfekt quadratisch auszuschneiden, sondern wenn man den Rost komplett entfernt hat, dürfen die Ecken auch ein bisschen grob sein, damit der Epoxyharz richtig Kanten hat, an denen er sich festhalten kann. Das nächste, was ich gelernt hatte, war, auch von der anderen Seite eine Glasfasermatte zu platzieren, denn im Allgemeinen gilt, man sollte einen Werkstoff nur mit demselben Werkstoff reparieren. Das heißt Metall mit Metall, Glasfaser mit Glasfaser und so weiter. Primär, weil nur dann die beste Vereinigung der beiden Stücke gegeben ist. Das heißt, die untere kann mit der oberen einen Verbund herstellen. Aber ich vermute, dass dieser Tipp nur für Stellen galt, wo man nicht unbedingt auf die Optik Wert legt, denn dieses Zeug wieder abzuschleifen war praktisch unmöglich und so habe ich die obere Matte im Grunde wieder herausgebrochen. Nachdem das durchgehärtet war, konnte ich mit dem Glasfaserspachtel beginnen. Hier ist bei dem Anmischen darauf zu achten, dass, wenn möglich, keine Luftblasen in der Masse entstehen. Außerdem sollte man versuchen, von außen nach innen zu arbeiten und das so ruhig wie möglich, denn man neigt dazu, hektisch zu werden, aufgrund der geringen Verarbeitungszeit. Ich bin mit meinem ersten Spachtel- und Glasfaserergebnis recht zufrieden. Nichtsdestotrotz bedeutete das Ergebnis viel Schleifen. Und ein Trick, den ich hier gelernt habe, war, einen leichten Farbnebel auf den Kotflügel raufzulegen, da man dann viel besser ausmachen kann, wo noch Höhen und wo noch Tiefen sind, sodass man ein viel gleichmäßigeres Bild erzielen kann. Und zum anderen gehört neben dem Schleifen natürlich auch das Formen, also die Form des Kotflügels zu rekonstruieren. Und da hilft wirklich nur Spüren. Das heißt, ich bin immer wieder mit der Hand den Kotflügel lang gefahren, um zu gucken, ob ich seine Kontur treffe. Hier sieht man sehr gut den Effekt des Farbnebels, was eine wirklich gute Hilfe war. Hier an der Krümmung habe ich einen Schwamm zwischen Schleifpapier und Schleifblock gelegt, damit die Krümmung gut abgefangen wird und ich keine Kanten reinschleife, was sehr gut funktioniert hat. Insgesamt seht ihr hier ca. eine Stunde Arbeit in wenige Sekunden zusammengefasst. Und ich kann euch sagen, man lernt seinen Kotflügel auf jeden Fall gut kennen. Man weiß, wo Beulen sind, man weiß, wo Dellen sind, man weiß, wo Kratzer sind. Aber es ist halt auch keine Restauration, das musste ich mir selber immer wieder sagen, damit ich nicht anfing, neue Spachtelmasse anzurühren, sondern es halt so zu belassen, wie es jetzt ist. Nach einer gründlichen Säuberung habe ich den Kotflügel mit einem Filler bearbeitet. Der dient nicht nur zum Auffüllen kleinerer Unebenheiten, sondern eben auch als Grundierung. Erneut mit Hilfe meines Sprühnebeltricks habe ich dann den Kotflügel mit 400er nass abgeschliffen. Und damit war der Kotflügel auf der Fahrerseite lackierbereit. Den Kotflügel auf der Beifahrerseite, den zeige ich euch im Schnelldurchlauf, damit die beiden Kotflügel auf demselben Stand sind und nur noch lackiert werden müssen. Aufgrund meiner Schweißversuche habe ich leider diesen Kotflügel komplett verunstaltet und ich vermute aufgrund der Wärme und der Schweißpunkte sehr viele Beulen verursacht. Bevor wir allerdings mit der Lackierung der Kotflügel beginnen, möchte ich alle anderen Dinge angehen, die im wahrsten Sinne des Wortes vor uns auf dem Tisch liegen. Da hätten wir zum einen meine Variation der Ablauffilter, die noch modifiziert werden müssen, dann noch unser Essiggemisch, wo sich noch ein paar Überraschungen drin befinden, die Konstruktion der zweiten Strebe und eine Geschichte über die linke Befestigungsschiene der Frontschürze. Alles klar. Arbeiten wir uns von links nach rechts. Von Werk aus hat die Motorhaube ein Regenwasserablaufsystem integriert oder auch Loch genannt. Und dieses Loch dient eben dazu, dass das Regenwasser irgendwohin ablaufen kann. Und zwar durch den Kotflügel. Das Problem ist nur, dass dieses Loch leider so groß ist, dass nicht nur Wasser da durchläuft, sondern eben auch Blätter, Affen und Koalas da durchpassen. Ich werde versuchen, diesem Problem mit Hilfe dieser Dübel entgegenzuwirken, die ich noch ein wenig aufbessere, damit noch mehr Wasser durchlaufen kann. Den Einbau und noch mehr Informationen bekommt ihr dann später zu sehen. Als nächstes beantworten wir die Frage, was befindet sich in unserem Essigbad? Zum einen finden wir darin die Schrauben, die der Witterung ausgesetzt waren, und zum anderen die Befestigungsclips. Nach dem Essigbad sahen die Teile schon viel, viel besser aus als davor. Trotzdem habe ich noch jedes einzelne Stück mit der Drahtbürste behandelt. Und anschließend lackiert. Kommen wir nun zu der fehlenden Strebe. Und zwar war mein Plan, eine Strebe aus einem Stück Reparaturblech zu formen. Und da ich mir ein neues Spielzeug gekauft habe, welches leider zu spät für die Schweißarbeiten angekommen ist, die ihr schon gesehen habt, wollte ich mir einreden, dass ich dieses unbedingt dafür benutzen musste. Das hier ist eine Absenk- und Lochzange, welche für Karosseriearbeiten genutzt wird, um eine Absenkkante zu falzen. Und da das teuerste nicht elektrische Werkzeug ist, das ich mir je gekauft habe, dient es auch zur Knickkantenfalzung. Danach habe ich das Blech noch mit Hilfe des Originals in die richtige Form gebracht. Zum Schluss kommt noch die seitliche Befestigungsschiene der Frontstoßstange. Und zwar ist mir hier beim ersten Demontieren der Schraubenkopf abgebrochen. Der Rest war noch fest in der Schiene verrostet und ließ sich wirklich nicht überreden, herauszukommen. Zuerst habe ich von außen Rostlöse angebracht. Dann habe ich mir schon ein Rostlöser-Zugangsloch gebohrt. Und das ging dann immer so weiter, bis ich praktisch die gesamte Schraubenaufnahme aufgebohrt hatte. Die Schraube hatte ich endlich draußen, aber die Schiene und insbesondere das Schraubengewinde war nicht mehr zu verwenden. Nach etwas Überlegung und Durchforstung meiner Privatsammlung an Schrauben und Dübeln und was man nicht alles so hat, hat sich etwas Passendes gefunden, und zwar ein Spreizdübel in der richtigen Größe. Den konnte ich mit ein wenig Gewalt in dieselbe Position zwingen, wo das alte Schraubengewinde war. Anschließend habe ich den Dübel gespreizt, sodass er nicht mehr von alleine sein neues Zuhause verlassen kann. Ach ja, und dann war da ja noch der hier. Dieser war so porös, dass er mir im Grunde genommen schon beim ersten Herausnehmen unter den Fingern weggebrochen ist. Daher gibt es den neu. So, und jetzt haben wir es fast geschafft. Das einzige, was jetzt noch folgt, ist die Lackierung. Und kennt ihr das, wenn man denkt, how hard can it be? Also, anders als bei den inneren Kotflügeln wollte ich hier mal keinen Unilack nehmen. Und das heißt, ich wollte mich mal daran probieren, in zwei Schichten zu sprühen. Also zuerst die Deckfarbe und dann den Klarlack. Was dem Unilack eigentlich immer vorzuziehen ist, also in puncto Optik und Versiegelung. Und hier ist Versuch 1. Seht ihr hier überall diese Streifen? Da wollte ich gar nicht erst Klarlack für verschwenden. Daher Versuch 2. Aber davor natürlich abschleifen und weiter belesen, was könnte ich falsch gemacht haben. Ich meine, mir ist schon klar, dass das Lackieren aus der Sprühdose mit dem echten Lackieren mit einstellbarem Druck und einstellbarer Sprühpistole in Sachen Qualität vom Ergebnis nicht zu vergleichen ist. Und mir ist auch bewusst, dass der Fahrzeuglackierer bzw. Fahrzeuglackiererin ein dreijähriger Ausbildungsberuf ist, vor dem ich nach meinen Erlebnissen noch mehr Respekt habe, als ich ohnehin schon hatte. Wie dem auch sei, wollte ich das Beste aus meiner Situation machen, also ohne Lackierkabine und so weiter. Also was habe ich wohl davor richtig gemacht? Ich habe die Dose mindestens 3 Minuten geschüttelt. Davor waren sie in einem Wasserbad, um auf die richtige Temperatur zu kommen, ca. 20 Grad. Den Kotflügel habe ich davor mit einem Föhn erwärmt. Dann habe ich ihn versucht aufzustellen, um die Dose richtig halten zu können. Ich habe versucht, im Kreuzgang zu sprühen, und ich habe versucht, gleichmäßig zu sprühen und immer vor dem Kotflügel anzufangen zu sprühen und nach dem Kotflügel aufgehört zu sprühen. Dann ist da noch der Abstand zum Kotflügel und die Geschwindigkeit des Sprühens. Da könnte ich was falsch gemacht haben. Ähnlich wie bei Orangenhaut kann dieser Farbenhebel dadurch entstehen, wenn die Farbe in der Luft schon anfängt zu trocknen, was ein Indiz dafür sein könnte, dass ich mit der Sprühdose zu weit weg war. Dann ist mir aufgefallen, dass diese Farbe nicht gleichmäßig sprühte, also fast als ob die Dose schon leer war. Also habe ich direkt einen anderen Hersteller ausprobiert. Und los geht's. Dieses Mal habe ich den Kotflügel nicht aufgestellt, weil ich dachte, dass ich dann noch besser die Distanz halten kann. Und zuerst sah es auch ganz gut aus, aber dann, ich glaube es war die dritte Lackschicht, ich habe übrigens immer 10 Minuten zwischen den einzelnen Schichten gewartet, ist dieser merkwürdige Effekt wieder aufgetreten. Nur diesmal dachte ich vermute mal primär wegen meiner Verzweiflung, dass es vielleicht weggeht, wenn ich den Klarlack drüber gebe. Also eine halbe Stunde nach der letzten Schicht habe ich dann mit dem Klarlack begonnen. Alles vom selben Hersteller. Leider war das Ergebnis für mich wieder nicht zufriedenstellend. Ich habe auch noch recht viel versucht. Ich habe 2 Tage später noch versucht zu polieren, was es nur schlechter gemacht hat. Ich wusste auch, dass man nicht so früh polieren darf, aber naja. Dann habe ich versucht, ein Teil nachzulackieren, aber es hat alles nichts geholfen und zu diesem Zeitpunkt hat meine Motivation schon einen Dämpfer bekommen. Na gut, aber es nützt ja nichts. Also dann dachte ich mir, ich halbiere die Chance auf einen Fehler meinerseits, wenn ich doch wieder auf einen Unilack wechsle. Dann war mir aber wichtig, dass es auch Lack ist mit hoher Qualität bzw. positiven Erfahrungsberichten. Und dann habe ich in einem Lackiererforum von dem Lack gehört, der extrem witterungsbeständig sein soll und von derselben Marke ist wie die rote Rostschutzgrundierung, die mir schon mal empfohlen wurde. Also habe ich diesen Lack bestellt und hier kommt Versuch 3. Und wie ihr seht, gab es für mich so oder so keinen vierten Versuch. Ich wollte meinen Bus wieder fahrbereit haben. Und in meinem Kopf ist eine Komplettlackierung von dem Bus immer näher gerückt, wo man alles nochmal schön machen kann. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt nur sicher gehen, dass alles gut vor der Witterung geschützt ist. Man erkennt direkt, dass das Sprühbild von diesem Sprühkopf ein komplett anderes ist. Es ist viel breiter gesprüht. Und zuerst war ich sehr positiv überrascht, aber dann, nach einiger Zeit, kamen immer und immer wieder richtige Farbtropfen aus der Sprühdose. Dann dachte ich, dass ich nur eine schlechte Dose erwischt habe, aber auch die zweite Dose hatte denselben Effekt. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis rein optisch auf jeden Fall das Beste und wir konnten endlich mit dem Zusammenbau beginnen. Haben wir denn jetzt alles? Also die Streben, die Führungsschiene mit 9 Spreiznieten, die 12 Befestigungsclips, die 6 Schrauben, das neue Ablaufsystem und der Dämpfer. Okay, kann losgehen. Zuerst hat die vordere Führungsschiene mit Hilfe der 9 Spreiznieten ihren alten Platz eingenommen. Dann habe ich beide inneren Kotflügel mit dem Fettband von Mike Sanders und Fluidfilm auf den neuen Kotflügel vorbereitet. Auch die überarbeiteten Befestigungsclips haben sich gut an ihrem alten Platz gemacht. Der neue Dämpfer war auch schnell an seinem Platz. Er musste nur ein wenig modifiziert werden, um in das neue Loch zu passen. Und schlussendlich kommen wir jetzt zu meiner Überarbeitung des Ablaufsystems. Meine modifizierten Dübel sollen dafür sorgen, dass kein Laub mehr in dem inneren Kotflügel landet. Darüber hinaus gibt es noch diese Kante hier, über die auch gerne der Laub eindringt. Das ist allerdings mit dem Zwischenklemmen von einem Fliegenschwamm recht schnell erledigt. Auf der Fahrerseite gibt es auch noch das Loch für die Antenne. Das war allerdings mit einem Stopfen relativ schnell dicht. Die meisten zumindest, was ich so gefunden habe, installieren so eine Art Ablaufsystem, was im Grunde genommen ein Schlauch ist, welcher von dem schon bestehenden Loch einmal das Wasser und alles, was da so mitschwimmt, durch den Kotflügel führt. Mir geht es primär darum, dass der innere Kotflügel vor dem ganzen Laub geschützt ist. Und so werde ich regelmäßig mein Filtersystem überprüfen und mindestens einmal im Jahr die Kotflügel mit Druckluft durchpusten. Ich dachte mir, dass der Bus 23 Jahre gebraucht hat, um so auszusehen, wie er ausgesehen hat. Und wenn der Bus in 23 Jahren wieder so aussieht, bin ich gerne bereit, denselben Aufwand nochmal zu betreiben. wobei es wahrscheinlich dann überhaupt keine Straßen mehr geben wird. Jetzt konnten die Kotflügel an ihren alten Platz und das jetzt so zu sehen, macht mich wirklich glücklich. Für euch hat das eine Videolänge gedauert. Für mich hat das Ganze eine halbe Ewigkeit gedauert. Und so bin ich umso glücklicher mit dem Ergebnis, auch wenn es nicht perfekt ist. Die Strebe auf der Fahrerseite hat wieder ihren alten Platz eingenommen. Befestigt habe ich sie mit einer Stahlniete. Ich habe bei anderen Bussen am Straßenrand gesehen, dass die Strebe genietet ist. Auf der Beifahrerseite musste ich leider feststellen, dass anscheinend die Strebe links kürzer als rechts ist. Oder dass bei mir noch irgendetwas anderes merkwürdig ist. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Es wäre hilfreich, wenn mir jemand, wenn er noch so eine Strebe hat, die einmal ausmessen könnte. Zu guter Letzt wollte ich mich noch bedanken für das ganze positive Feedback, das ich für meine letzte Episode erhalten habe. Als ich mit dem Kanal anfing, habe ich das gemacht, was einem gesagt wird, was die Regeln für YouTube sind. Videos in bestimmter Länge, Videos in einem wöchentlichen Rhythmus und so weiter. Das führte allerdings dazu, dass ich von Anfang an nicht das gemacht habe, was ich die ganze Zeit machen wollte. Und das sind Videos in diesem Stil. In Zukunft kommen die Videos wahrscheinlich unregelmäßiger. Aber eben genau so, wie ich sie möchte. Denn ich habe mal gehört, wenn man genau das macht, was einem gefällt, dann kann man sich sicher sein, dass sich zumindest einer am Ende über das Ergebnis freut. Und jetzt noch zu einer anderen Sache. Und zwar würde es mich mega freuen, wenn, egal was für ein Projekt ihr gerade verfolgt, ob es ein Auto ist, ein Bus, ein Motorrad oder euer selbstgebauter Gartengrill, was auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Bilder zukommen lasst davon. Ich würde dann immer mal welche präsentieren, denn ich habe gemerkt, mich motiviert die Arbeit anderer Leute ungemein und ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit, sich Inspiration und Motivation zu holen. Und anfangen möchte ich in dieser Episode mit Walter, ein lieber Zuschauer, der sich bei mir gemeldet hat und mir erzählt hat, dass er auch einen T4 hat. Und an diesem Bus hat er schon so einige Dinge gemacht, wie zum Beispiel den hinteren Dachschrank und andere schöne Dinge. Und auch da geht es immer weiter voran, also halt mich weiter auf dem Laufenden. Also, das war's jetzt wirklich. Wir nutzen jetzt endlich mal wieder unseren Bus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.